Zu unserem Lesesofa aus dem Norden möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Heute stelle ich Ihnen einen besonderen Autor und Schriftsteller vor. Er ist auch Comiczeichner. Er hat Comicserien gezeichnet, die auch als Buch beim Rowohlt Verlag veröffentlicht wurden. Und seit 2002 schreibt Henning Schöttke. Hallo Henning. Hallo Christel. Henning Schöttke ist also Schriftsteller, Autor und Comiczeichner und seit 2002 schreibt er auch Drehbücher für Kurzfilme und wenn ich das richtig erinnere, seit 2012 hat er seinen ersten Roman begonnen und das ist etwas ganz Besonderes, das handelt sich dabei nämlich um die Todsünden. Ich denke, das interessiert auch sehr, weil das so ein mystisches Thema eigentlich für mich bedeutet. Jemand anders kann darüber vielleicht auch ganz anders denken. Also, Henning Schöttke lebt in Kronshagen, ist in Hamburg geboren und wird uns heute sein neuestes Werk vorstellen. Da habe ich ja gleich die erste Frage dazu. Und zwar ist es das bestimmte Thema, die Todsünden. Und wie ich schon gesagt habe, was soll sich denn unser Publikum am besten darunter vorstellen? Was muss ich mir dazu denken? Was passiert nun Schreckliches? Was schreibst du da für einen Roman? Es passiert überhaupt nichts Schreckliches, beziehungsweise es passieren schon schreckliche Dinge, aber es passieren auch lustige Dinge und traurige und fröhliche Dinge. Das mit den Todsünden hat sich im Prinzip durch Zufall entwickelt. Also das, zuerst war die Idee des Buches da, Gulas Menü. Das war ein Buch, das meine Verlegerin sagte, man sollte ein paar Kurzgeschichten zum Thema Essen schreiben. Und dann, während ich das tat, fand ich zufällig in einer Zeitschrift, dass die Todsünde der Völlerei Gula heißt. Und da dachte ich, das wäre doch ein cooler Name für meine Hauptfigur. Das ist eine junge Frau, das ist die Lebensgeschichte dieser Frau. Und insofern ist das mit den Todsünden eigentlich eher durch Zufall entstanden. Und ich schreibe auch über die Todsünden nicht im religiösen Kontext. Das wollte ich nämlich auch fragen, ja. Ob es Lebensphilosophie oder einen religiösen Hintergrund hat. Das denkt man ja zuerst vielleicht. Nee, das hat keinen religiösen Hintergrund, das hat einen kulturellen Hintergrund. Also es gibt nur ein einziges Buch, daraus werde ich nachher auch lesen, wo überhaupt die Todsünde erwähnt wird, wo überhaupt gesagt wird, dass dieses Wort eine Todsünde ist. Ansonsten kommt das im Buch gar nicht vor, in den Büchern. Es handelt sich insofern um den kulturellen Kontext, als dass man die Völlerei, also Gula ist die Völlerei und die Völlerei kann es eben nur deswegen geben, weil der Mensch essen muss. Und insofern handelt das Buch Gulas Menü vom Essen und entsprechend andere Bücher, also die Trägheit Arcadia handelt vom Schlaf und weil der Mensch eben schlafen muss, kann er eben auch träge sein. Und insofern, das ist nicht bei den anderen Büchern genauso direkt der Bezug, aber es gibt immer diesen kulturellen Bezug. Das ist sehr interessant, wahnsinnig interessant, stelle ich mir vor. Aber ganz besonders finde ich das ja überraschend und auch fast überragend. Du hast ja gesagt, ich habe das noch in Erinnerung, dass es 7 Todsünden geben soll. Ja. Und du hast dir jetzt vorgenommen, auch 7 Bücher zu schreiben. Ja. Das ist ja eine sehr strenge Arbeit im Grunde genommen, die du dir da vorgenommen hast. Wie viele Bücher sind denn davon schon fertig? Davon sind 5 Bücher fertig. Das neueste, Invidias Gesetze, daraus werde ich auch lesen. Ich werde auch aus einem unveröffentlichten Buch noch lesen. Aber das ganz Besondere bei meiner Todsündenreihe ist eben, dass
dass ganz viele Nebenfiguren aus den Büchern als Nebenfiguren in den anderen Büchern wieder auftauchen. Oder dass bestimmte Szenen zweimal aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen auftauchen. Und nichtsdestotrotz versteht man die Bücher trotzdem als Einzelbücher. Also es ist nicht so, dass man jetzt ein Buch gelesen haben müsste, um ein anderes zu verstehen. Die Reihenfolge ist beliebig. Man kann mit dem vierten Buch anfangen, dann das zweite lesen, dann das erste. Und man hat allerdings den höchsten Genuss dann, wenn man alle Bücher relativ schnell hintereinander liest, weil wenn es so eine kleine Szene ist, dass jemand zum Beispiel eine Münze verliert in einem Buch und in einem anderen Buch findet jemand anders diese Münze wieder, dann nach 3-4 Jahren wird man sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, dass man in einem Buch gelesen hat, dass jemand eine Münze verliert. Insofern habe ich gemerkt, dass bei Lesern, die Bücher in großen Abständen gelesen haben, dass die diese ganzen Kleinigkeiten häufig dann nicht bemerkt haben. Mhm. Aber du hast jetzt gesagt, du liest jetzt aus deinem ersten Roman jetzt erstmal einen Text. Das finde ich auch ganz gut, dass man vielleicht so einen kleinen Einblick erstmal hat, dass man hören kann, wie du das alles formulierst und darstellen kannst. Genau, ich werde aus meinem ersten Roman beginnen mit einer etwas nicht ganz so ernsten Szene. Das ist Gulas Menü, das Buch vom Essen. Es ist relativ weit am Ende. Die Szene spielt etwa 2010, ungefähr zur Jetztzeit. Wir lernen in dieser Szene Gulas Mann Peter kennen und ihren Sohn Joshua. Dazu ihre Freunde André und Ute. Und die Figuren sind an einem Fluss. Und Gula lernt angeln. Und dann müsste ich noch erwähnen, genau, sie bereiten die Fische, die sie geangelt haben, da gleich zu. Insofern, weil es eben auch mit Essen zu tun hat. Und jetzt geht's los. André saß bei seinem Fischeimer und begann, die Fische vorzubereiten. Ich hockte mich zögernd neben ihm. Ah, siehste, da habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen. Kurz vorher ist gerade ihr Sohn Joshua ins Wasser gefallen und mit dem Fuß unter einer Wurzel eines Baumes hängen geblieben. Und es war schon eine etwas brenzliche Situation, wo dem Sohn hätte etwas passieren können. Wenn ich mir vorstelle, was da alles hätte passieren können, das hätte Joshi nun wirklich als allerletzter verdient gehabt. Die Natur fragt nun mal nicht danach, ob jemand irgendwas verdient hat. Scheiß Natur! Ich rieb mir den Handrücken. André hob den Kopf von seinem Fischeimer und rief, wenn einer von euch beiden mir hilft, geht's schneller. Ute und Peter waren dabei, Joshis aufgeschürfte Wange zu betasten. Ich griff in den Eimer und berührte mit den Fingerspitzen einen der zappelnden Fische. Ich kann das auch machen, wenn du mir zeigst, wie das geht. Mein Handy klingelte. Ich fischte es aus der Brusttasche. Glücklicherweise war es nur feucht. Vom Display aus starrte mich meine Tochter Daniela an, die braunen Locken leicht zerzaust, das Gesicht schweißgerötet. Ich bin ganz in der Nähe von euch, an einer Tankstelle. Soll ich euch noch irgendwas mitbringen? Oh, du kommst gleich? Mein Herz machte einen kleinen Luftsprung. Daniela, sie kam tatsächlich. War kein großer Umweg für mich über die Autobahn, sagte sie nach kurzem Zögern. Ich fahre dann erst morgen zurück nach Düsseldorf, aber ich musste mir noch schnell was zu trinken besorgen. Es ist so verdammt heiß im Wagen. Gibt's da auf dem Parkplatz irgendwie Schatten? Joshua und André parken beide vorne am Rand. Fahr an denen vorbei. Mein roter Peugeot steht dann ganz nahe des Hangs unter Bäumen. Wenn du dich da davor quetscht, kannst du deinen Wagen aus der prallen Sonne raushalten? Mein uralter Peugeot, den ich hegte und pflegte und den ich schon zu Joshis Geburt gefahren worden war. Doch welche Bedeutung hatte er angesichts der Aussicht, Daniela endlich mal wiederzusehen? Fahr ruhig ran, sagte ich. Die Stoßstange hat ohnehin Kratzer. Okay. Die Stelle am Fluss ist leicht zu finden. Du biegst. Ich kenne das, Mama. Ich habe Papa ein paar Mal da abgesetzt, wenn er mit André und Ute geangelt hat. Ach, das wusste ich gar nicht. Ist schon ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich noch gut. Sie machte eine kleine Pause. Mama? Ja? Ich freue mich drauf, euch mal wiederzusehen.
Wenn du ankommst, wartet schon ein gebratener Fisch auf dich. Ich hielt das Handy hoch, ließ die Kamera über den Grill schwenken und hauchte einen Kuss aufs Display. Bis gleich. Daniela, rief ich in die Runde, sie wird jede Minute hier sein. André drückte mir einen Stein in die Hand. So, jetzt schnappst du dir einen Fisch und betäubst ihn durch einen Schlag auf den Kopf. Nicht zu schwach. Wir wollen ihn nicht unnötig quälen. Ich ergriff einen Fisch und fühlte ihn sich auf meiner Handfläche winden. Ein Schlag und er lag ruhig. Wir Tiere. André legte seinen Fisch in die linke Hand, er hielt ihn mit Daumen und Zeigefinger fest und ich versuchte, seine Bewegungen nachzuahmen. Als ich die dünne Haut am Kiefer durchtrennt hatte, konnte ich durch das Loch die Zunge erkennen. Ich kniff die Augen ein wenig zusammen. Aus den Winkeln sah ich mein Handy im Gras liegen. Gut, dass ich in den letzten Monaten mehrfach mit Daniela gesprochen hatte. Seit all diesen Aussprachen zwischen uns beiden war in mir wieder die gleiche Zärtlichkeit wie damals, als sie noch Kind gewesen war. Ein Gefühl sonniger Leichtigkeit überdeckte meinen Hunger. Ich würde einen Nachmittag mit der gesamten Familie verbringen. Ich schnitt die Bauchdecke des Fisches auf und griff mit Daumen und Zeigefinger meiner Rechten hinein. Für meine Hände war es viel leichter, den Fisch auszunehmen, als für meinen Kopf. Ein entschlossener Riss in Richtung Schwanzflosse, schon baumelten alle Innereien in meiner Hand. Wie einfach das war. Der arme Fisch, dachte ich. Aus dem Radiorekorder, der neben mir auf dem Stein thronte, trällerte ein Uli und zugleich erklang oberhalb des Hangs der Motor eines Autos und kurz darauf das Schlagen von Autotüren. Daniela kam. »Ist das nicht das Lied?«, fragte Ute, »mit dem die Selena vor 7, 8 Jahren den Eurovision Song Contest gewonnen hat?« »Ja, Satellite, aber das muss noch länger her sein.« »Nee, echt jetzt?« »Ja, mindestens 12 Jahre«, sagte Joshua. »Da ging ich ganz frisch aufs Gymnasium und alle Jungs waren genervt, weil die Mädchen das immer sangen.« Ich filetierte meinen Fisch und legte ihn auf den Rost. In diesem Moment ertönte aus den Büschen ein seltsames Rauschen, wie ein plötzlich aufkommender Sturm. Es wurde lauter, ein Krachen, als würde sich ein Bulle den Abhang herunter auf uns zuwälzen. Äste knackten, Laub raschelte. Zwischen den Büschen tauchte ein rotes Tier auf. Lehmbrocken flogen. Ich hob die Arme vors Gesicht. André schubste mich beiseite. Kein Tier. Mein Peugeot raste 3 Schritte vor mir vorbei auf den Fluss zu, traf den Radiorekorder, der durch die Luft flog. More powerful than gravity. It's physics. There is no escape. Und spritzend ins Wasser klatschte. Der Peugeot verlor an Fahrt, rollte über die Uferböschung und senkte seine Front dann träge ins Wasser wie ein müdes Tier, das sich zur Tränke neigt. Joshua sprang auf. »Scheiße, euer Auto!« Daniela kam den Weg heruntergerannt. »Das wollte ich nicht, ich bin da nur ganz leicht dagegen gestoßen.« Ich stand erstarrt da und presste eine Hand vor den Mund. »Oh Gott!« Und dann versammelten wir uns um den halb ins Wasser geneigten Peugeot und glotzten darauf. André kratzte sich am Kopf. Tja, jetzt haben wir wohl keine Musik mehr. Da brauchen wir wohl einen Abschleppdienst. Ich sah Daniela an und wandte mich dann abrupt ab, schlug mit der hölzernen Grillzange auf den Rost, hockte mich neben die Fische und wendete sie. Ich will essen, verdammt, mir ist das scheiß Auto erstmal egal, ich muss endlich was essen. Joshua und Daniela zogen gleichzeitig ihre Handys aus der Tasche und fotografierten, wie André seinen Rekorder aus dem Fluss fischte. Schließlich aßen wir und betrachteten dabei wortlos das halb versunkene Auto, als sei es irgendeine merkwürdige, gefallene Gottheit. Bissen für Bissen ließ mein Hunger nach und Gelassenheit und Wärme breiteten sich in mir aus. »Danke, Fisch«, dachte ich. André sagte, ich habe ein Abschleppseil. So, das war der erste Teil aus Gulas Menü. Ja, das ist ja schon am Anfang ganz schön spannend und diese Sache wird ja sehr humorvoll genommen und geschildert, muss ich schon sagen. Dankeschön. Da möchte man bestimmt gleich weiterlesen
Und aber wir wollen ja auch noch von deinem nächsten Buch etwas hören. Das beschäftigt sich ja wiederum auch mit den Todsünden und heißt Invidias Gesetze. Ist das eigentlich auch in diesem Buch nach einem Geschehen geschrieben oder sind es vielleicht charakterliche Beschreibungen von den Menschen, um die es dort in dem Buch geht? Das steht schon sehr im Vordergrund. Das steht im Vordergrund. Das steht schon sehr im Vordergrund. Ja, natürlich. Es ist so, dass die Hauptfigur natürlich ist diese Invidia, aber die Figuren, die um sie herum sind, ihr Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und so, weil da müssen natürlich auch plastisch geschildert sein, weil durch die Gedanken der Familienangehörigen oder auch ihrer Freunde, die sie über sie haben, wird die Invidia natürlich noch einmal stärker plastisch gezeigt. Und würdest du denn auch verraten, was das für eine Todsünde ist? Invidia? Das ist, Invidia ist die Todsünde der... Tja, das Buch handelt vom Recht und die Todsünde ist der Neid. Der Neid, genau. Und die Eifersucht, so ist das. Ach, ja. Gut, und Neid hat ja auch ein bisschen was mit Rechtsempfinden zu tun. Ja. Na, also insofern ist es nicht so ganz abgeleitet wie bei der Völlerei und dem Essen, aber es hat schon was mit dem Empfinden zu tun, inwiefern das, der Neid und beziehungsweise dann diese Todsünde überhaupt kulturell entstanden ist. Mhm. Ja, also das ist natürlich eine ganz andere Art, wie du das schreibst. Sehr unterhaltsam und ich kann mir ja vorstellen, dass dann alle deswegen auch sehr begeistert ist, was ich nämlich noch nicht gesagt habe. Du bist ja auch ehrenamtlich für den Literaturförderverein Nordbuch sozusagen tätig und machst mit uns das kreative Schreiben und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind immer hellauf begeistert. Und es ist auch sehr schön zu sehen, was man zum Beispiel an einem Samstagvormittag, wie wir das machen, was man also da alles an Geschichten machen kann, auch wenn ein Thema von dir gegeben wird. Jeder hat also das Talent oder die Möglichkeit, etwas anderes zu schreiben. Du hast also die Gabe, die Leute zu faszinieren und auch gut mitzunehmen. Und das merkt man vielleicht auch an deinem Schreibstil, wenn du jetzt uns das alles vorlesen wirst, schon jetzt am Anfang, okay. Weil das nicht so also trocken religiös oder wie ein Mysterium so daherkommt, sondern ein ganz lebendiger Text eigentlich bedeutet. Ne? Ja, danke. Also, aber nun will ich dich ja nun nicht abhalten, uns die Kostproben vorzulesen. Klar. Ich fange gerne an, Christel, mit der nächsten Kostprobe. Invidias Gesetze, das Buch vom Recht, sagte ich bereits, wir befinden uns hier im Jahr 1970 und Invidia ist 12 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie auf einem Dorf. Der Vater hat die Familie verlassen, die Mutter ist übertrieben religiös und wir lernen außerdem ihre Geschwister kennenlernen. Das handelt sich um Reini, der ist 14. Und ihre Schwester Barbara, genannt Babs, die ist 18. So, und jetzt schaue ich doch mal, Seite 65. Wir beginnen mit einem Tagebucheintrag. Sonnabend, 1. August 1970. Mama hat mir meine Bravo weggenommen. Da steht so viel schmutziges Zeug drin über diesen ganzen Sexkram und ob ich vielleicht ein Freudenmädchen werden will. Dann hat sie auch meine Nietenhose weggenommen und versteckt. Die Hose habe ich zusammen mit Babs gekauft, als wir uns noch gut verstanden haben. Ich habe meine Hose bei Mama unten im Schrank gefunden und einfach wieder rausgenommen und angezogen. Da hat Mama mich mal wieder ziemlich gehauen. Früher hat sie uns immer nur mit einem nassen Waschlappen gehauen. Aber seit Papa damals ausgezogen ist, schlägt sie uns mit der Hand. Sie muss es schließlich für unseren Vater mittun, sagt sie. Neulich hat Reini ihr die Hand festgehalten und geschrien, hör auf damit, ich habe nichts gemacht. Invidia hörte auf zu schreiben. All diese Dinge waren so schrecklich blöd. Da war so gut wie nie was Schönes dabei. Das wollte sie eigentlich gar nicht in ihrem Tagebuch stehen haben.
Was sollte sich an solchen Kram erinnern? Sie steckte die Kappe auf den Füller, klappte das Tagebuch zu und schloss es ab. Dass ich euch schlage, ist nur zu eurem Besten, hatte Mama zu Reini gesagt. Das tue ich nur aus Liebe. Wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie. Was? Hatte Babs gerufen, als Reini ihr das erzählt hatte. Das hat sie gesagt. Das ist doch krank. Dienstag, 25. August. Wir sollten heute für Physik eine Kerze von zu Hause mitbringen und als ich morgens los musste, war Mama schon weg und ich hatte vergessen, sie zu fragen. Da habe ich eine der Kerzen von ihrem Altar genommen. Nach der Schule hat Mama rumgemosert und ich habe gesagt, die anderen Kinder hatten sowieso alle schönere Kerzen. Mama hat gesagt, man soll sich nicht mit anderen vergleichen und ich würde immer haben wollen, was andere haben. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Und dann hat sie gesagt, Begehren. Am Tag darauf waren Invidia und ihre Geschwister ganz hinten im Garten bei der alten hölzernen Bank, von der die Farbe abplatzte. Ihre Schwester und ihr Bruder saßen im Gras, Reini mit dem Rücken an einem Pflaumenbaum. Invidia lief zwischen der Bank und einer mannshoch rankenden roten Rose auf und ab, sprach vom Begehren und dass dies gegen das 9. und 10. Gebot verstieß. Immer wieder stockte sie und konnte nicht weitersprechen. Wenigstens bei dieser schlimmen Sache hatte sich Babs Zeit für Invidia genommen. Babs riss einen langen Grashalm ab und wickelte sich ihn um den Zeigefinger. »Warum hat unsere Mutter überhaupt vom Begehren angefangen?«, fragte sie, nachdem sie das Jahre um Jahre für sich behalten hat. »Weil sie bescheuert ist«, sagte Reini. »Wegen...« Invidia atmete schwer aus. »Ich habe mich ja in letzter Zeit oft wegen Anziehsachen mit Mama gestritten, weil Annette und Doris und die anderen Mädchen aus der Klasse all so viel bessere Sachen haben. Und als ich dann gestern auch noch das mit der Kerze gesagt habe, da hat Mama plötzlich ganz riesige Augen gekriegt und beschwörend die Hände gehoben.« Invidia stellte sich vor die Bank und machte die Bewegungen ihrer Mutter nach. »Du bist zerfressen von Neid«, hat Mama gerufen. »Das habe ich kommen sehen.« Und dann hat sie gesagt, »Du böses Stück, schon vor deiner Geburt habe ich das kommen sehen.« Schafe blökten, irgendwo bellte ein Hund. Reini rauchte. »Sie hat dich wirklich nach einer Todsünde benannt?« Invidia ließ sich auf die Bank sinken und nickte. »Das hat sie gesagt.« Reini sah Babs an. »Hat das irgendwer gewusst?« Babs wickelte den Grashalm vom Finger ab und schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich hat außer unserer Mutter niemand den Grund für Invidias Namensgebung gewusst. Unser Alter war zwar ein Arschloch, aber mit Religion hatte er nichts am Hut, jedenfalls nicht so.« »Die hat doch einen Schatten«, sagte Reini. Babs stand auf und setzte sich neben Invidia. Die Bank knarrte. Babs legte einen Arm um Invidias Schulter und zog sie zu sich heran. »Ist ja alles gut, meine Liebe, meine Kleine.« Eine Weile schwiegen sie, Vögel zwitscherten. »Alles ist gut«, sagte Babs sanft und strich Invidia über die Haare. »Aber nichts war gut. Ich bin eine Sünde«, dachte Invidia. »Also hat schon vor deiner Geburt Mamas religiöser Wahn zu keimen begonnen?«, sagte Babs. Ein paar Gärten weiter knatterte ein Rasenmäher. »Religiöser Wahn?« Reini runzelte die Stirn. »Allerdings, genau das. Wie kann man sein Kind nach einer Todsünde benennen? Das ist doch geradezu pervers.« Babs beugte sich runter und nahm sich eine Zigarette aus Reinis Schachtel, die zu seinen Füßen im Gras lag. »Dann verstehe ich auch, warum wir alle so verkorkst sind.« »Ich bin verkorkst?« fragte Reini. »Ja, du auch mit deinem ganzen Kiffen und Saufen schon mit 14 und immer diese Horrorromane.« Babs zündete sich die Zigarette an und wieder schwiegen sie. Ein Schmetterling landete auf Invidias Unterarm und flog taumelnd weiter. Das ist auch eine sehr interessante, spannende Geschichte, die vielleicht auch Jugendliche gut lesen können, nicht nur Erwachsene, nicht? Durchaus. Also durch den Dialog im,
im Kindes- und jugendlichen Alter? Durchaus. Also meine beide Bücher wurden ja auch in verschiedenen Gymnasien schon, da nicht alle Bücher, nein. Mein zweites Buch wurde auch in verschiedenen Gymnasien im Deutschunterricht behandelt. Und da weiß ich zum Beispiel an der Gesamtschule Falderer in Neumünster, da war ich dann zum Schluss da für eine Doppelstunde und habe ein bisschen mit den Schülern über mein Buch geredet. Da sagte das eine Mädchen zu mir, normalerweise würde ich so einen Kram nicht lesen, aber ihr Buch, das hat mir wirklich besonders gut gefallen. Weil es geht daran eben auch immer um dieses Reifwerden, das sogenannte, neudeutsch gesagt, Coming of Age. Ja, natürlich. Also vormals sagt man ja vielleicht, reiben, dass man sich aneinander, aneinander reibt. Also im kämpferischen Sinne eigentlich, nicht? Und die Jugendlichen sind auch manchmal recht zotig geworden. Also das kommt dann natürlich in den Büchern auch vor. Also anders als zu unserer Zeit. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben auch allerhand Sachen gesagt. Aber ich glaube, wir sind immer sehr zurückgewiesen worden. Also so in Erinnerung, dass man da sehr vorsichtig war. Wir waren ja nicht immer mit den älteren Lehrern zusammen. Nein, da haben wir uns natürlich zusammengenommen. Also wo spielt denn dieses ganze Geschehen? Ist es jetzt so für dich auch gegeben, dass es jetzt in Hamburg spielt? Genau, weil du es ist in Hamburg. Gelebt hast, durchaus, oder geboren bist und so. Und in Kiel auch? Oder In Kiel wird nur, glaube ich, einmal erwähnt. Aha. Und das spielt in Hamburg, es spielt vor allem, weil die Figuren einander ja treffen. Deswegen muss natürlich ein Handlungsort sein, der ja ähnlich ist. Teile spielen in Göttingen. Und jetzt werde ich gleich einen Teil lesen, das Buch von der Kunst. Da gibt es eine Stelle, da spielt, glaube ich, das erste Drittel oder erste Viertel in Südfrankreich. Ja, das natürlich. Also ich wollte auch nur fragen, wo es grundsätzlich angesiedelt ist. In Hamburg. Das ist ja mit Hamburg ganz gut beantwortet. Klar. Und nun habe ich gedacht, das ist vielleicht das Genre Familienroman, oder gehört dieses Genre zum Gesellschaftsroman? Wie hast du dir das da vorgestellt? Das kann man alles darunter verstehen. Das einordnen würde. Also Entwicklungsroman sagt man eigentlich, das sagen die meisten Leute, also die jetzt, sagen wir mal, Journalisten, die über mich schreiben, nennen es einen Entwicklungsroman, man kann es durchaus als Gesellschaftsroman sicherlich lesen. Ja, das ist ein neuer Begriff, Entwicklungsroman. Ja, warum nicht? Und dann dürfen wir ja noch mal eine Kostprobe gerne hören, oder? Genau. Gut. Dann lege ich mal los. Hier spielt die Szene 1979. Bianca ist 12 Jahre alt. Bianca, die später mit Künstlernamen Superbia heißt. Das Buch heißt Superbias Lied. Und sie ist hier zu diesem Zeitpunkt seit 2 Jahren mit ihrem Vater Benny als Straßenmusikerin in Südeuropa unterwegs. Und da gibt es noch Ira und Gonzales tauchen noch auf in dieser Szene. Das sind 2 Tramper, die beiden in ihrem VW-Bus gerade mitgenommen haben. Und das war es auch schon an Vorinformation. Da habe ich aber das falsche Buch genommen. Gucken wir doch mal hier hin. So. Während sie in den folgenden 4 Tagen gemeinsam fuhren und die Laune ihres Papas mit jedem Kilometer, den sie sich Nizza näherten, besser wurde, las Bianca weiter in ihrem Buch von den Kindern vom Bahnhof Zoo. Am 3. Tag überraschte Benny sie damit. Er warf einen Blick darauf, sagte aber nichts und kletterte aus dem Bus. Er fragte sich auch nicht, woher sie das Buch hatte. In ihrem Bus tauchten ständig Sachen auf und verschwanden wieder. Am letzten Abend kurften sie einen kleinen Weg entlang, der zwischen Biancas geliebten Lavendelfeldern hindurchführte. Er hatte auf der Karte bedeutender ausgesehen, als er in Wirklichkeit war, und sich irgendwann in einen Schotterweg verwandelt. Schließlich bogen sie um ein Pinienwäldchen herum und fuhren auf einmal oberhalb eines Flusses. Wie gut,
dass sie sich so beeilt hatten, sagte ihr Papa, jetzt waren sie 2 Tage zu früh und höchstens noch 40 Kilometer von Nizza entfernt. Auf dem Abhang, der zum Fluss runterführte, lagen überwuchert vom hohen Gras graue Blöcke aus Naturstein, Überreste einer alten Burg oder Mauer, wie man hier in der Provence viele fand. Diese Stelle sah so abenteuerlich romantisch aus, dass Benny spontan entschied, hier die Nacht zu verbringen, mitten in der Walachei, wie er sich ausdrückte. Er stellte den Bus auf einem breiten Grünstreifen am Wegrand ab und während Ira und Gonzales gleich anfingen, ihr Zelt aufzubauen, schlenderte Bianca zu dem Abhang. Etwa 50 Meter entfernt glänzte der Fluss im Abendrot. Lavendelgeruch legte sich wie eine schwere Decke über sie. Nach dem Abendessen sangen und spielten sie und ihr Papa gegen das Zirpen der Grillen an, ein letztes Privatkonzert für ihre Mitreisenden. Ira klatschte wieder und wieder und konnte sich kaum beruhigen über Biancas tolle Stimme. Bianca warf ihrem Papa einen Blick zu und er strahlte vor Stolz. »Die Lieder deines Vaters«, sagte Ira, als sie und Bianca später zum Fluss runterstromerten, »sind ja wohl auch der Hammer.« »Ja«, Bianca sah zurück, ihr Papa und Gonzales hatten zwischen Bus und Zelt die Klappstühle aufgestellt und tranken Bier. »Aber wenn wir sie auf der Straße spielen, gehen die Leute weiter.« »Echt? Ach, die Leute haben keine Ahnung.« »Er zeigt es nicht so, aber ich weiß, dass ihn das ganz schön frustriert.« Sie tasteten sich an grauen Steinblöcken entlang, Mückenschwärme folgten ihnen. In der Ferne kreiste ein großer Vogel, ein Adler oder ein Geier vielleicht. »Und du singst wirklich toll, Kleine, das muss ich noch mal sagen. Danke.« »Nein, das meine ich echt«, Ira nickte bekräftigend. »Ich finde wirklich, du solltest Sängerin werden. Bei dir wirkt das Singen so normal, so ehrlich.« »Als ob das alles direkt von dir kommt, gar nicht, als würdest du auftreten.« »Ja, das ist irgendwie...« Klatschmohn und hüfthohe Gräser streiften an Biancas Unterarmen entlang und sie überlegte. Schmetterlinge flogen vor ihr auf. »Da vor unserem Bus, das ist für mich, als ob ich in meinem Wohnzimmer sitzen und da spielen würde. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, fremd zu sein. Früher bei meiner Oma habe ich auch immer im Wohnzimmer gesungen. Sie hatte da so eine Runde mit alten Frauen, mit denen sie Bridge gespielt hat.« Ira hielt eine halbvolle Flasche Wein an deren Hals und schlenkerte damit im Gehen durchs Gras. »Oh, Bridge«, sagte sie mit gekünstelter Stimme und spreizte den kleinen Finger ab. »Die waren nett. Ich meine ja nur.« Bianca scheuchte eine Mücke vom Unterarm, blieb abrupt stehen und sah Ira mit funkelnden Augen an. »Okay, okay«, Ira hob abwehrend eine Hand. »Ich kenne das ja, Kleine. Ich war auch viel bei meinen Großeltern, wenn auch nur in den Sommerferien. Sowas kann absolut toll sein.« »Meine Oma ist total nett. Sie schreibt mir, richtig oft. Und den Brief schickt sie dann zu einem Postamt, wo wir vorbeifahren. Das nennt sich Postlagernd.« Dass Oma Frieda in ihren Gedanken oft zu ihr sprach, behielt Bianca für sich. Ira hob im Gehen ihre Flasche Wein an den Mund und trank. »Ich hab da bei meiner Oma immer Mannequin gespielt«, sagte Bianca und stapfte an großen Felsbrocken vorbei. »Mannequin?« Ira verdrehte die Augen und schnaubte. »Das hat Spaß gemacht.« Sie hatten den Fluss erreicht. Am Rand wand sich das Wasser zwischen kopfgroßen Steinen hindurch und plätscherte leise. Eine Libelle flog im Zickzack vor ihnen hin und her. Kröten quakten. Weit entfernt spannte sich eine kleine Brücke aus Natursteinen über den Fluss und dahinter konnten sie die ersten Häuser eines Dorfes sehen. Ira ging in die Hocke, legte die Unterarme auf die Knie und sah zu Bianca hoch.
Sie lallte zwar kein bisschen, aber sie fing an, betrunken zu werden. Bianca hatte es oft genug bei ihrem Vater sehen müssen und erkannte es an den kleinsten Anzeichen. Ihres Blick hatte sich verändert und ihr Atem ging schwerer. Sie hustete plötzlich laut und röchelnd und wischte sich dann mit dem Handrücken den Mund ab. »Mannequins«, sagte sie, »das sind die Sklavinnen der beschissenen Modeindustrie, Kleine.« Bianca blieb noch stehen. »Aber das hat wirklich Spaß gemacht, Große.« In ihres Augen blitzte ein überraschtes Lächeln auf. »Hm, na gut.« Ira hatte sich von Gonzales eine Gitane geschnorrt und sich von Benny das Feuerzeug mitgeben lassen. Er war so unfassbar guter Laune, dass er sich vorübergehend sogar von seinem geliebten Zippo getrennt hatte. Auf der anderen Seite des Flusses trieben zwei Schwimmvögel. »Ich war«, sagte Bianca, »als ich 5 war, auf den Spielplätzen immer so draufgängerisch und rauflustig, dass ich manchmal für einen Jungen gehalten wurde. Aber ich wollte kein Junge sein, das fand ich blöd.« Ira schob sich die Zigarette zwischen die Lippen und ließ das Zippo aufschnappen. Bianca setzte sich neben sie auf einen Stein. »Wie ein Junge«, hat meine Oma da gesagt, »das wollen wir doch mal sehen. Dann müssen wir wohl mal in die Stadt und dir ein paar hübsche Röcke und Blusen kaufen.« Sie ist ins obere Stockwerk gegangen und mit einem lila Kleid mit weißen Streifen wiedergekommen. Ein Kleid, das wohl meine Tante Margret angehabt hat, als sie 8 war. Das war viel zu groß für mich. Aber da hat Oma einfach die Ärmel aufgekrempelt und dann haben wir Modenschau gespielt und ich war ein Mannequin. Bianca strich sich eine ihrer roten Strähnen aus dem Gesicht. Der Fluss strömte still im Abendrot dahin. Ja, danke schön. Also, dann hätte ich noch eine weitere Frage. Wie sind denn nun deine weiteren Pläne, außer dass du ja dann noch die Romane fertigstellen musst, die du jetzt noch zu den Todsünden hast und vielleicht hast du ja noch andere Projekte und hast du jetzt in der Corona-Zeit irgendwie die Chance gefunden, noch einmal zu lesen? Wie hast du da die Pläne für dich schaffen oder machen können? Oder ist alles ausgefallen? Also es sind alle Lesungen ausgefallen bzw. verschoben worden. Jetzt am letzten Wochenende habe ich bei Silke Umlauf in ihrem riesigen Garten gerade eine Lesung machen dürfen. Die Silke Umlauf, die macht Kultur vor Ort in Kunzhagen. Das ist so ein Projekt, was sie gestartet hat. Ja, also ich habe da mehrere Projekte. Da möchte ich mal nennen das KKK, das Kieler Krimi-Kartell. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren regionalen Krimi-Autoren. Da gibt es Kurzgeschichten, die spannend sein müssen. Das ist also nicht ausschließlich Krimi-Geschichten. Die werden allerdings erst im nächsten Jahr erscheinen. Das hat sich durch Corona ein bisschen verschoben. Dann gab es mit mir zusammen ein Krimi mit Cornelia Leimann zusammengeschrieben, die Kieler Bagaluten, das ist ein Regionalkrimi hier aus Kiel, der sehr, sehr viel in Suxdorf spielt. Und dann werde ich gleich ein Beispiel vorlesen aus dem Decamerone-Projekt von Hannes Hansen, das ist ein Journalist aus Kiel. Ja, okay. Der hat ein Projekt gegründet, was auf Decamerone fußt, wo Kurzgeschichten zugeschrieben worden sind. Und da habe ich mich bisher mit 2, und ich werde vielleicht auch noch 1, 2 mehr schreiben, Geschichten beteiligt. Ach so, das ist eine ganze Menge, das ist eine kleine Palette, die durchaus du da vorhast. Aber insofern ist es vielleicht auch günstig, wenn man jetzt in der Corona-Zeit nicht so wahnsinnig viel Veranstaltung macht, dass man das dann tatsächlich kreativ nutzt und ein bisschen schreiben kann. Das Kieler Krimi-Kartell ist mir bekannt, Cornelia Leimann ja auch, die gehört ja auch zum Literaturförderverein. Das sind ja gute Projekte. Ja, durchaus. Und Hannes Hansen, der ist damals zur Gründung, als Nordbuch 1997 gegründet wurde,
Von daher ist er damals bei der Versammlung, um das alles zu initiieren, damals dabei gewesen und hat, glaube ich, für die Kieler Nachrichten geschrieben. Aber das ist jetzt ein bisschen aus den Augen verloren und wir wollen ja auch nicht abschweifen, sondern wir wollen gerne eine noch spannende Stelle von dir hören als Kostprobe. Genau, das ist auf Decamerone. Eine Kurzgeschichte, davon lese ich die erste Hälfte vor. Und die Geschichte heißt Zeit. Wie immer, wenn er über seine Sache sprach, fühlte Tim Handke sich unbehaglich. Haben Sie schon mal einen Patienten gehabt, fragte er, bei dem das Zeitempfinden so verändert war, dass er viel schneller denken konnte und dadurch alles langsamer empfand? Sie meinen, dass er sich langsamer bewegt? Dr. Hackenberg strich sich den sorgfältig gestutzten grauen Kinnbart. Das gibt es bei manchen Nervenschäden schon. Da werden die Patienten unsicher in ihren Bewegungen, vor allem alte Menschen, und dann bewegen sie sich natürlich langsamer. Das meine ich nicht. Ich habe seit einigen Wochen das Gefühl, dass um mich herum die Zeit langsamer vergeht. So höre ich Ihre Stimme jetzt zum Beispiel so, als würde sie von einem Tonband kommen, das auf langsame Geschwindigkeit eingestellt ist. Ich höre Ihre Stimme auch tiefer und manchmal scheint sie zu leiern. Und Ihre eigene Stimme? Bei der ist es auch so. Sie haben das seit einigen Wochen? Tim antwortete jedes Mal sofort. Wenn er schon auf alle Sätze des Arztes so lange warten musste, sollte wenigstens bei ihm selbst das Gespräch vorankommen. Ja, seit Anfang März, sagte er, da habe ich im Spiel gegen Osnabrück den Ball an den Kopf bekommen. Der Doktor griff nach einigen vor ihm auf dem Schreibtisch liegenden Blättern. Er stützte den Ellenbogen des anderen Armes auf und drehte beim Lesen seinen Kugelschreiber in der erhobenen Hand. Das steht hier auch in Ihrer Krankenakte. Sie waren bewusstlos und mussten ausgewechselt werden. Dann waren Sie eine Nacht zur Beobachtung in der Neurologie. Aber bei den Untersuchungen Ihres Kopfes CT, EEG, wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Und von Missempfindungen steht hier auch nichts. Es ist ja in dem Sinne auch keine Missempfindung, sondern wie gesagt, das Zeitgefühl. Das war schon so, als ich im Krankenbett aufwachte. Die anwesende Schwester sprach mit einer ganz tiefen, langsamen Stimme und meine Frau, die kurz darauf kam, auch. Aber gesagt haben Sie bei den Untersuchungen nichts davon. Richtig bewusst wurde mir das erst, als meine Frau sich zu mir ans Bett setzte. Ich habe so einen Schreck gekriegt, aber ich wollte sie nicht beunruhigen. Wir haben ja gerade unsere kleine Tochter bekommen. Ich dachte, das geht bestimmt irgendwie von allein wieder weg. Wissen Sie, in meiner Familie, also meine Eltern, das sind alles so knochenharte Typen, da heißt es immer, nicht rumjammern, sondern Zähne zusammenbeißen. Der Kugelschreiber rutschte Dr. Hackenberg aus den Fingern und Tim sah, wie er auf den Schreibtisch hinunterschwebte. Können Sie dieses Phänomen näher beschreiben? Fragte der Arzt. Ich kann das zum Teil willentlich beeinflussen. Wenn ich will, kann ich noch viel schneller denken. Ich bin nur ein mittelmäßiger Schachspieler, aber ich habe im April nur so zum Spaß ein kleines Turnier mitgespielt. Bei Schachturnieren hat man pro Partie ja nur eine gewisse Menge an Zeit zum Nachdenken zur Verfügung. Doch da ich viel schneller denken konnte, hatte ich im Prinzip so viel Zeit, wie ich wollte. Aber nach dem Turnier konnte ich meine schnelle innere Zeit mehrere Tage nicht wieder langsamer stellen. Das hat mir ganz schön Angst gemacht. Der Arzt sah auf die Uhr über der Tür des Besprechungszimmers. Unser Gespräch jetzt. Das hat bisher etwa 10 Minuten gedauert. Wie lang war das subjektiv für Sie? Vielleicht 1,5 Stunden? Tim streckte die Beine aus. Am Anfang aller Bewegungen schienen seine Muskeln hart und es war, als würde er die Beine durch Gelee schieben.
Und wie ist das beim Fußball? Fragte Dr. Hackenberg. Während Ihrer Spiele? Für einen Torwart ist ein solches Reaktionsvermögen natürlich unfassbar gut. Als ich im März den Ball an den Kopf bekam, standen wir auf Platz 8 der Tabelle. Und seitdem habe ich nur 2. Das müssen Sie sich mal vorstellen. In 10 Spielen habe ich nur 2 Tore kassiert. Und jetzt steht Holstein Kiel auf Platz 3, punktgleich mit dem HSV. Und im DFB-Pokal haben wir das bis ins Finale geschafft. Ich bin kein besonders fußballbegeisterter Mensch, wie ich gestehen muss. Aber so viel weiß ich immerhin. Das Finale ist gegen Bayern München. Ich habe vor 2 Wochen noch mal versucht, das alles meiner Frau zu erzählen, aber schon als ich anfing, bekam sie ganz große Augen und diesen Tonfall, den sie immer hat, wenn sie sich Sorgen macht. Ihre Eltern sind beide an Gehirnkrankheiten gestorben. Ein anderes Mal habe ich mein verändertes Zeitgefühl gegenüber ein paar Spielerkollegen angedeutet. Nach dem Spiel gegen St. Pauli, die wir 3-0 geschlagen haben, auf der Heimfahrt im Bus. Aber die haben nur gelacht und einer hat gesagt, dann wäre ich ja wohl bald der Welttorwart des Jahres. Und sowas würde er sich auch wünschen. Insofern sind Sie überhaupt der Erste, dem ich das so ausführlich erzähle. Diese Angst, die Sie vorhin erwähnten, was bedeutet die genau? Tim versuchte, die Stimme Dr. Hackenbergs in seinem Kopf schneller zu stellen, aber er schaffte es nicht. Das heißt, sagte er, ich habe Angst, dass ich irgendwann nicht mehr kontrollieren kann, wie sehr sich alles um mich herum verlangsamt. Doch andererseits ist gerade bei entscheidenden Spielen die Versuchung groß, sehr, sehr groß, schnell zu denken. Sagte der Arzt, ich werde mich bis zum nächsten Mal mit der einschlägigen Fachliteratur über Störungen des Zeitempfindens befassen. Und dann sollten wir uns in 2 Wochen nochmal sehen. Ja, das war das Decamerone-Projekt, Christel. Das hört sich ja schon auch anfangs sehr spannend an und man weiß ja nun noch nicht, wie es weitergeht. Nicht? Da können wir warten, bis es denn soweit ist. Ja, wie ist es denn? Hast du jetzt noch einen weiteren Text, den wir hören dürfen? Also, und was würde dich denn als nächstes beschäftigen? Was wäre denn die nächste Todsünde, mit der du dich literarisch auseinandersetzen willst? Das ist Ira. Ira, der Zorn und die Rache sucht. Mhm. Das Buch heißt Iras Atem und das Buch handelt vom Feuer. Aber das ist noch nicht fertig. Das ist noch unveröffentlicht, ja. Aha. Aber ich habe hier schon mal vom ersten Kapitel ein paar Seiten mitgebracht. Wenn wir das schon mal hören dürfen, ja. Das ist ja toll. Gerne. Dann lege ich los. Ja, bitte. 1953. Ira ist 1 Jahr alt. Es ist der Anfang des Romans. Das Kapitel heißt Das Rad. Da steckt etwas in ihrem Hals und gerade wird es wieder größer. Das drückt und reibt so lange schon. Ihr kleines Herz schlägt wild und pumpt mit aller Kraft. Vor ihr ein riesiges Gesicht, das Hilfe bringen soll, das keine Hilfe bringt. Sie wirkt, braucht Luft. Sie wirkt und drückt und keucht so lange schon, so lange. Es scheinen Ewigkeiten. Das Feuer darf nicht ausgehen. Ira schrie. Ihrer schrillen Stimme fehlte jedes Volumen. Sie kämpfte wieder um ihr Leben. Hermann saß auf dem Sofa, hielt seine kleine Tochter im Arm und sah mit weit geöffneten Augen zwischen ihrem Gesichtchen und der Tür hin und her. Sie wird sterben, murmelte er. Wann kam Dorothea endlich? Sie musste ihre Schreie doch hören.
Seit mehr als einer Minute hielt er den Löffel mit dem Brei reglos in der Luft, nur einen Zentimeter von ihrem Mündchen entfernt. Sollte er seiner Tochter noch mehr Brei aufnötigen? Er wusste es einfach nicht. Unser Liebling wird sterben, flüsterte er, und seine Augen wurden feucht. Sie musste doch essen, sie war schon so dünn. Mehr als die Hälfte des Breis lief aus ihrem Mundwinkel und kleckerte auf ihr Lätzchen und Hermanns Handrücken. Ihre Pupillen waren riesengroß, die Augen aufgerissen, während ihr Gesichtchen wieder blau anlief. Dorothea kam ins Wohnzimmer gerannt, von den Würgelauten ihrer Tochter aufgeschreckt. Sie riss Hermann die Breischüssel und den Löffel aus der Hand. »Nimm sie an den Beinen«, rief sie. »Du musst sie an den Beinen nehmen.« Und als ihr Mann wieder mal nicht schnell genug reagierte, schob sie ihn mit dem Unterarm beiseite, griff nach den Fußgelenken ihrer Tochter, riss sie hoch und schüttelte sie mit geübter Routine, heftig, aber nicht zu heftig. Ihr Kopf und ihre Ärmchen schlackern hin und her. Sie spürt den Klammerdruck an ihren Fußgelenken. Sie gurgelt und spuckt und gurgelt. Doch sie schreit nicht. Sie weiß, dass das, was man mit ihr tut, ihr helfen, sie retten wird. Sie retten wird bei ihrem Kampf ums Leben, dass dies das Einzige ist, was helfen kann. Ihr Herz pumpt und pumpt und der Druck des Etwas in ihrem Hals lässt nach und nach und wird erträglicher. Langsam, Schütteln für Schütteln, kehrte die Farbe in Eras Gesicht zurück. Hermann lehnte mit dem Rücken an der Vitrine. Er schenkte sich einen Cognac ein. Seine Hand, die das bauchige Glas hielt, zitterte. »Unsere Tochter wird nicht sterben«, sagte Dorothea. »Zu welchen Ärzten sollen wir denn noch gehen?«, fragte er. »Unsere Tochter hat etwas verschluckt«, sagte sie und versuchte, die hilflose Weinerlichkeit in seiner Stimme zu überhören. »Aber alle Ärzte, bei denen wir waren, sagen, sie hat etwas verschluckt«, fuhr Dorothea ihn an und ihre Augen funkelten. »Es kann keinen anderen Grund für Iras ständige Erstickungsanfälle geben. An manchen Tagen fast ein Dutzend.« Dorothea hörte auf, ihre Tochter zu schütteln. Sie setzte sich auf das Sofa, ließ Ira aber noch weiter kopfüber hängen und sagte mit allem Sarkasmus, den sie aufbringen konnte, »Geben Sie ihr ein Würstel.« Ihre Stimme zischte. Hermann erinnerte sich. Dies hatte ihnen ein aus München stammender Arzt geraten. Aber das ganze Würstel hatte Ira wieder ausgekotzt. Dorothea dachte an Professor Thalweiler, einen Lungenarzt, den sie aus Vorkriegszeiten kannte und dessen neue Adresse schwer genug rauszufinden gewesen war. Er hatte sich geweigert, Ira auch nur anzusehen und verbat sich jeden weiteren Kontakt. War dies nun der Dank, dachte Dorothea? Welche Opfer hatte sie nicht alles gebracht? Wie treu und fest in ihrem Glauben an die große Sache hatte sie gestanden. Und nun gab es niemanden mehr, an den sie sich noch wenden konnte. Josef Keilhammer und viele andere Kameraden hatten sich hasenfüßig davongemacht nach Chile oder Argentinien. Sie würden Hermanns Eltern einschalten müssen. Es blieb keine andere Möglichkeit. Die Ruhe kehrt zurück, der Atem wieder flach. Das kleine Herz muss nicht mehr kämpfen. Die Zunge schiebt den Rest vom Schleim hinaus. Kein Löffel Brot mit Brei an ihren Lippen. Dorothea sah mit unbeweglicher Miene auf Iras Gesicht, das nun nicht mehr blau war, ließ ihrer Tochter sacht runter und legte sie sich auf den Schoß. Hermanns Eltern hatten ja auch Verbindungen. Sie kannten wichtige Leute, kannten Ärzte. Dorothea lauschte auf ihres flachen, wie immer rasselnden Atem. Ihr Zustand besserte sich seit Wochen und Wochen nicht. Dorothea würde das Heft in die Hand nehmen müssen. Hermann hielt seinen Cognac-Schwenker in der Hand, trat neben den massigen Schreibtisch und starrte auf das Telefon,
das so schwarz und schwer war wie seine Gedanken. Dorothea und er hatten gestern beschlossen, dass er sich nun doch an seine Eltern wenden sollte. Aber wie sollte er das anstellen? Als hätte sie seine Gedanken erraten, sah Dorothea zu ihm her. Was sagen meine Schwiegereltern denn jetzt? Hermann bewegte unbehaglich die Schultern nach vorn. Ich glaube, die wollten für ein paar Tage nach Bremen. Dorothea erhob sich, das Kind im Arm, vom Sofa und richtete den Körper hoch auf. Hast du sie immer noch nicht angerufen? Er sah zu den schweren, roten Vorhängen am Fenster. Ich kann ja zu ihnen hinfahren. Sie streckte das kantige Kind vor. Anrufen, und zwar sofort. Sonst mache ich es selbst, egal wie wir zueinander stehen. Jetzt hob er doch den Hörer von der Gabel. Seine Finger bewegten sich zögernd zur Wählscheibe. Nach weniger als einer halben Stunde betrat Agnes, Hermanns Mutter, das Wohnzimmer. Sie hielt ihren Hut in der Hand. »Ist die Kleine denn noch immer nicht gesund?«, fragte sie statt einer Begrüßung. Aus ihrem akkuraten schwarzen Dutt hatte sich eine dünne Strähne gelöst. Sie trat zu Hermann und schüttelte den Kopf. »Wie kann man sowas so schleifen lassen?« Sie legte Hermann eine Hand auf den Oberarm und sagte zu Dorothea gewandt, »Da hättet ihr doch schon längst was unternehmen müssen.« Dorothea hielt Ira vor sich wie ein Schild und ihre Augen blitzten. »Das solltest du wohl zu deinem Sohn sagen.« Ihre Schwiegermutter war reserviert und steif zu ihr wie immer, aber das war Dorothea in diesem Augenblick egal. »Willst du mir unterstellen, Schwiegermama? Ich hätte nicht schon alles versucht? Hier geht es um das Leben meiner Tochter, um mein eigen Fleisch und Blut.« So, damit ist dieser Teil auch zu Ende. Eigentlich könnten wir noch mehr zuhören. Tja. Von deinen spannenden Geschichten. Das muss man wohl sagen. Aber ich glaube, wir sind schon fast zum Ende gekommen, wenn du jetzt nicht noch etwas anderes mitgebracht hast. Und da muss ich ja sagen, lieber Henning, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich freue mich auch, dass unser Publikum dich kennenlernen durfte und auch einmal das Besondere, nämlich das der Todsünde. Und sie werden gehört haben, dass es sehr interessant und ganz unterhaltsam auch alles verpackt ist. Das ist eine literarische Kunst, die Henning Schöttke hier vorgestellt hat. Und damit sind wir aber zum Ende des Lesesofas gekommen. Und ich bedanke mich nochmal auch im Namen des Fördervereins für zeitgenössische Literatur und habe natürlich eine Anthologie für dich, die ich dir damit als kleines Dankeschön auch mitgeben möchte. Und das war das Lesesofa mit Henning Schöttke heute. Ich sage damit auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie wohlbehalten. Auf Wiedersehen.